Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Europa Bolivarsalis 3 hier auf dem Kanal von Writing Bull. Mein Name ist Zakor und ich habe hier wieder Nustrom dabei. Hallo. Hallo. Mein Freund und Helfer, der in der letzten Folge nicht so viel zu tun hatte, weil wir die ganze Zeit hier den Krieg in Europa beobachten. Ach, ich habe immer wieder dazwischen gelabert und dich genervt. Das ja, ich meinte jetzt in dem Sinne, dass du nicht die Leute herholen musstest zum Gespräch, weil wir die ganze Zeit den Krieg beobachtet haben. Ja. Die Schweden sind jetzt hier wieder im Vormarsch, könnten bald Lübeck erobern, aber die kaiserliche Armee zeigt sich hier schon wieder an der Grenze, ist jetzt hier in Bremen. Die preußische Armee ist auch schon fast wieder auf voller Stärke. Mal sehen, ob es den Schweden gelingt, hier die Festung Lübeck zu erobern, bevor die kaiserliche und preußische Armee sich zusammenschließen können. Also, hast du an den Cliffhanger gedacht? Sehr gut. Ja gut, das war jetzt auch einfach. Naja, also... war es das letzte Mal auch. Ja, das stimmt auch. So, der Kaiser bewegt hier seine Armee. Läuft wahrscheinlich rüber in Richtung Berlin zu den Preußen. Um sie anzuspornen hier wieder. Oh, und damit ist Lübeck gefallen. Und die Schweden marschieren nach Lauenburg hier. Lauenburg. Oh, jetzt hätten sie fast die kaiserliche Armee hier gefangen. Wäre aber nicht sehr von Vorteil gewesen, nicht wahr? Ja, für den Kaiser nicht. Für die Schweden schon. Kommt immer auf die Perspektive an. Oh, jetzt wird's interessant. Ja, es kommt zur Schlacht. Oh, der Kaiser hat seine Armee hier fangen lassen. Und die Preußen sind noch nicht... die sind noch eine Provinz weit weg. Oh. Oh je. Au. Kaiserliche Armee ist gleich Geschichte, glaube ich. Oh Gott. Ja, sie muss zurück. Und jetzt kommt die preußische Armee direkt hinterher. Und mit Geländenachteil. Au. Böse. Ah, böse. Und die Festung ist an die Schweden gefallen. Ja. Also sehr, sehr glückliche Geschehnisse hier für die Schweden, muss man sagen. Dass so die gegnerischen Armeen getrennt bekämpft werden konnten. Jetzt wird es natürlich böse für Preußen hier. Weil die Armee war ja schon ein bisschen geschwächt. Mhm. Klar, die Schweden haben auch geblutet, aber eben nicht so sehr wie die Preußen. Die kaiserliche Armee, die hier bereitgestellt wurde. So, ich schaue nochmal hier nach Frankreich, was da passiert. Ja, die Briten belagern hier wieder Frankreich. Der Kaiser ist noch... steht hier an der Grenze. Das sieht, wahrscheinlich haben die Briten hier den Kaiser diplomatisch überzeugt. Ah ja, ich sehe es, genau. Sie haben Seeland und Amsterdam ans Heilige Römische Reich gegeben und dafür können sie jetzt wahrscheinlich in Ruhe Frankreich besetzen. Restfrankreich meine ich hier. Mhm. Sozusagen ein Tausch. Aber für die Preußen wird es hier jetzt... anstrengend, denn ja, der Kaiser hat natürlich hier mehr Armeen, hat aber dem preußischen König eben diese Armee versprochen und nicht mehr. Er kann ja nicht immer für alle seine Sachen opfern. Vor allem, wie will er das dem Volk vermitteln? Hey, wir kämpfen einen Krieg für jemand anderen. Hm. Ja, das sind hier sozusagen die Leibgarde hat er sozusagen geschickt, wie sagt man, die loyalsten Truppen, ne? Aber so die einfachen Fußsoldaten, ja, die sind hier eher mit der Reichsverteidigung beschäftigt, ne? Die Bayern sind im Moment auch nicht wirklich eine Hilfe. Was ist denn hier los? Französische Nationalisten? Achso, ja. Das war noch hier die restliche Armee. Oh, und Großbritannien hat Frankreich besiegt. Hm, genau. Mal wieder. Ja, das ist für Frankreich das zweite Mal das Licht ausgegangen, nach der Wiederauferstehung. Und die Schweden versuchen jetzt hier Hamburg zu befreien. Ja, durch die starke Flotte, die sie ja haben, können sie immer die Versorgung auch abschneiden, wenn das Küstenfestungen sind. Das ist sehr effektiv. Während die Preußen... ihre Armee eben, ihre Flotte zurückhalten müssen, sonst würden sie von den Schweden versenkt werden. Tja,
Jetzt beraten hier die kaiserliche Armee und die preußische Armee, was kann man gegen diesen Schweden, gegen diesen Schwedensturm machen, ja. Was ist hier nur die Taktik, die hier funktioniert? Der Schliefenplan ist es bestimmt nicht. Oh, und hier Punjab und Vijayanagar sind im Krieg mit den Bengalen. Da schaue ich auch mal kurz hin. Punjab? Die Bengalen und sind ja jetzt nicht mehr, glaube ich, unter dem Schutz der Manchu. Und werden jetzt wahrscheinlich Stück für Stück ihre Macht einbüßen müssen. Vermutlich, ja. Sind in Ungnade gefallen. Ja, viele Leute sind ja bei der Mandschurei in Ungnade gefallen, so wie ich das mitbekommen habe. Also jedes Mal, wenn ich nach Punjab schaue, sind hier irgendwo Nationalisten unterwegs. Also die Punjab müssen doch mal irgendwann ihr Reich unter Kontrolle bekommen, das gibt's doch nicht. Ja, also... So, ich schaue wieder nach. Der, der Papst möchte... Der Papst möchte verkünden, dass wir nun nationale Souveränität erforscht haben. Klingt ein bisschen komisch, aber wir können jetzt dank unserer fortschrittlichen Technologie eine weitere Idee aufgreifen und dies werden die administrative Idee der Expansion sein. Denn da bekommt man noch einen Händler und zwei Kolonisten, aber das ist nebensächlich. Diesmal hatten die Schweden ein bisschen Pech, hier wurden gefangen und haben dadurch die Schlacht letztlich verloren. Also die Schweden müssen dringend an ihrer Moral arbeiten, das hat hier letztlich die Schlacht gekostet. Die haben auf jeden Fall die stärkeren Truppen, aber die Schweden haben einfach keine Lust zu kämpfen. Ja, die sind ja auch Eiseskälte gewohnt und jetzt kommen sie da in das... Naja, September ist Norddeutschland auch nicht gerade warm, aber... Auf jeden Fall wärmer als in Finnmark. Mark. Jetzt wird hier wieder Lübeck belagert von der anderen Seite. Dauert aber natürlich entsprechend länger, denn es gibt keine Flottenunterstützung für die Belagerung. Ja, also ich bin froh, dass ich nicht in Lübeck wohne. Wäre bestimmt nicht schön, alle paar Monate von der einen oder anderen Armee angegriffen zu werden und bombardiert. Und wer hätte es gedacht, die schwedischen Kolonialnationen ist mal wieder in Italien unterwegs und verwirrt die römische Generalität. Anscheinend haben die Preußen es geschafft. Bayern wurde annektiert. Ja. Anscheinend haben die Preußen es geschafft, den Kaiser zu überzeugen, dass er jetzt doch mehr Armeen hier zur Verfügung stellt. Ich sehe zumindest eine zweite Armee hier belagern. Ne, jetzt geht's doch wieder zurück. Vielleicht war das die Münchner Armee. Das kann auch sein, ja. Die Münchner haben sich gedacht, wir treten euch bei, wenn wir da nach oben ziehen dürfen und unseren preußischen Freunden Unterstützung leisten können. Ja, das kann sein. Na, jetzt müssen die Schweden wieder grübeln. Wie kriegen wir das hier noch rumgedreht? Wie schaffen wir das? Reserven? Ja, also die haben jetzt auch keine Reserven mehr. Die müssten jetzt irgendwoher Männer aus dem Ärmel zaubern, um ihre Armeen wieder zu verstärken. Haben sie denn da noch Potenzial? Nee, haben sie nicht. Sie haben ihre Professionalität schon weitestgehend geopfert, um weitere Männer auszuheben. Das heißt, da sind keine wirklichen Reserven mehr. Na, man könnte zusätzliche Truppen beim Adel ausheben, aber ich weiß nicht, ob der schwedische König das machen will. Da muss man dem Adel natürlich dann auch mehr Rechte geben und mehr Einfluss. Oh, ein paar Rebellen sind mal wieder in Demara aufgetaucht, aber wir konnten sie dank überlegener Waffen und Manneszahl zurückschlagen. Ja, die kämpfen ja noch mit Pfeil und Bogen wahrscheinlich. Boah.
Ja, wahrscheinlich. Die schwedische Kolonie ist ja, glaube ich, schon zum dritten Mal in Italien angelandet und. Oh, jetzt ist Frieden. Es ist Frieden. Und Lübeck hat nicht die Grenze gewechselt, die Seite gewechselt. Das heißt, das wird wohl ein weißer Frieden gewesen sein. Vielleicht ein ist das jetzt teuer mal erkaufter weißer Frieden für beide Seiten, ja. Schätze ich mal. Vielleicht ist das ja die Gelegenheit, mal mit dem Kaiser zu sprechen. Vielleicht kannst du ihn mal fragen, ob er jetzt. Ja, ich werde den Kaiser sofort holen. Meine Kutsche reist schon ab. Und es gibt hier einen Krieg in Afrika. Äthiopien kämpft mit Mali und Kongo. Moment, da schaue ich mal genauer. Wer greift hier wen an? Angreifer gegen Marokko. Malische Eroberung von Ras Gharib. Wo ist denn Ras Gharib? Kutsche ist angekommen. Ja, seid gegrüßt. Seid auch ihr gegrüßt, mächtiger Reisender. Hier ist nach langer Krankheit Kaiser Friedrich August von Habsburg zurück. Ich habe meinen Vetter, der aus Bayern stammte, ihn nach Spanien verbannt und die Bayern nun integriert. Nach Spanien? Jetzt sind schon Hessen und Bayern in Spanien. Nein, die Hessen haben wir nur in die neue Welt geschickt. Bitte so. Nee, in Spanien ist doch dieser hessische, wie sagt man, diese hessische Beratergruppe. Nun ja. Wir haben dafür gesorgt, dass der Krieg im Norden endgültig aufhört mit 50.000 Mann und einer Zahlung von 300 Goldmünzen an den Kurfürsten von Preußen und 300 Goldmünzen an den König von Schweden. Wir haben dafür gesorgt, dass beide Reiche Frieden hatten. Wir wollten zuerst sagen, die beste Lösung wäre doch gewesen, Hamburg an uns zurückzugeben von Schweden und Lübeck an uns zurückzugeben von Preußen. Aber dann sagten beide, dann würden wir gegen euch beide kämpfen. Und schon habe ich den Krieg beendet. Nein, eine schöne Tat. Nein, wir waren lange Zeit krank. Spanien wurde auch ausbezahlt, oder? Nun, Spanien wurde auch ausbezahlt, ja. Wir haben gesehen, dass unser Herr nicht sehr viel geschafft hat und sieht es einfach so. Unser Reich hat dadurch Schwäche eingefangen. Dennoch haben wir während dieses Krieges auch einen Gewinn erwirtschaften können. In den Niederlanden, das habe ich gesehen. Nun, die Engländer griffen doch tatsächlich unsere Glaubensbrüder in Frankreich an. Ach so, ja, Glaubensbrüder. Die Möglichkeit, weil wir haben uns natürlich gefragt, wie das da die Involvierung kam. Ach, der Glaube natürlich. Und der Engländer hatte sich versucht zu beraten, dann haben wir gesagt, wir wollen etwas. Er hat gesagt, ja, es gibt aber nicht viel. Dann ist unsere Armee einmal marschiert, hat die englische Armee besiegt. Und dann haben wir gesagt, für das kleine Amsterdam und dieses schöne Seeland machen wir doch wieder Frieden. Derzeit sind wir in einem großen Aufrüstprogramm, da wir noch viele, viele Söldner besitzen. Das wird den Briten aber doch auf lange Dauer ein bisschen was kosten, ne? Das hat ja eindeutig auf den Handel, ne? Es hat sehr viel Einfluss auf den Namen. Mit 41 pro Punkten natürlich. Eine sehr, sehr gute Handelsstadt. Da geht jetzt, gehen jetzt immerhin. Jedoch verlieren 40 die Dukaten weg. Briten verlieren die jedoch jetzt einen. Haben jetzt zwar verloren hier die Provinzen, aber haben in Frankreich. Das ist aber nicht zu viel wert in diesem Punkt. Ja. Es ist also nicht zu viel wert, aber es ist an der Front weniger. Das muss man auch bedenken. Nun, wir sind immer noch im Überlegen, wie wir weiter vorgehen werden. Wir haben in unserer Abwesenheit, unserer langen Krankheit, haben sich viele erdreistet, uns Land zu nehmen. Wir werden nun bald eine Forderung an ein paar andere Länder starten und dann sehen wir mal weiter, ob unsere Freunde sich nun als Freunde zeigen oder nicht. Wir werden nun als allererstes den Bund mit Preußen lösen, denn was hat Preußen jemals für uns getan? Ha. Straßen, Aquädukte, wie war das? Schulen? Das Gesundheitswesen kam nicht von uns. Nun, ihr seht. Was ist dies? Wir sind auf eine gewaltige Goldader gestoßen.
Ja, wo denn? Ein Glückwunsch. In den Bergen bei uns. Sie bringt uns 3200 Goldmünzen in diesem Moment. Wow. Glückwunsch. Hab Dank. Währenddessen Was? Tobt hier in Afrika ein großer Krieg. Ein kontinentaler Krieg in Afrika. Mali versucht, Marokko anzugreifen. Hat sich dabei Hilfe von Kongo geholt. Äthiopien steht noch Marokko bei. Ja, die Bündnislage dort unten ist, haben wir gehört, ist aufgebrochen. Ja, ich habe auch so Nachrichten gehört, dass dort gewisse Zankereien zwischen den Landesoberhäupten stattgefunden haben. Ja, die Phase von fast 200-jährige Friedensphase hier ist vorbei. Manchmal müssen Frieden aufgelöst werden. Ja, also ich bin immer dafür. Wir doch ja, auch. Das wissen wir. Alter Kriegstreiber. Wurde mir ja gleich angelastet, dass das meine Schuld ist. Kannst du ja gleich mal richtig also, stellen. Also ja, es war nicht, ich stelle es jetzt mal richtig. Ich bin nicht der Kriegstreiber in dem Fall. Diesmal nicht, nein. Wir haben einfach mal die Bündnislager gesehen und liebe Zuschauer, wir haben einfach mal gedacht, für euch wäre es doch schöner, wenn ihr richtig gute Kriege auch weiterhin in der Zukunft sehen würdet und haben ein wenig die Bündnisblöcke aufgebrochen. Angefangen von Schweden, von dem Heiligen Römischen Reich, von Spanien. Wir sehen jetzt, dass Spanien zum Beispiel mit nur noch wenigen Bündnispartnern dasteht. Spanien hat einen einzigen Bündnispartner und das ist der Kirchenstaat. Das Heilige Römische Reich ist mit keinem derzeit mehr verbündet. Schweden hat jetzt noch seine neuen Bündnispartner Großbritannien und Kongo. Und auch in der Afrikanischen Union ist sehr viel passiert. Aber wir haben einiges geschafft mit dieser Bündnispolitik. Ja, da kommt dann wieder ein bisschen mehr Dynamik rein. Ne? Also der Erfahrungswert ist, wenn die Bündnisgeflechte zu groß werden, dann traut sich keiner mehr anzugreifen, weil man dann automatisch gleich auch Verbündete verliert, wenn man angreift, die dann eben mit irgendwelchen Gegnern über drei Ecken verbündet sind. Ja, und deswegen haben wir jetzt ein bisschen... Genau, und das haben wir dann dafür gesorgt, dass jetzt ein bisschen die Bündnislage entzerrt ist. Und ich denke mal, für euch Zuschauer wird das auch sehr schön werden, weil dadurch ihr natürlich auch mehr Wiederkämpfe unter Spielern sehen werdet, weil das wird jetzt halt das Augenmerk werden, ne? Und die Bengalen sind schon richtig unter Druck. Die Punjabi-Armee ist tief eingedrungen ins bengalische Kerngebiet. Und was machen die Manchu? Die sammeln sich ja auch schon wieder an der Tränke hier am... Ist das der Aralsee? Ja. Denke, die Äthiopien. Haben ja noch eine zweite Tränke hier. Äthiopien vergisst den Süden, aber stößt dafür im Norden Malis vor. Das ist verzwickte Situation in Afrika. Vorhin habe ich eine Schlacht gesehen zwischen Äthiopien und Kongo, die ist knapp an den Kongo gegangen und jetzt haben kongolesische Armeen hier den Süden Äthiopiens besetzt. Wie sieht es bei den Reserven aus? Ja. Die Rekrutenreserven sehen noch gut aus bei Äthiopien. Beim Kongo auch. Der Papst möchte verkunden, dass die erste Kolonie Demara entstanden ist. Könnte sein, dass er wieder zur Schlacht kommt, bald. Die Äthiopier marschieren wieder auf, wollen ihr Gebiet wieder befreien. Nun, wir werden uns nun ein wenig wieder zurückziehen und als Spielleiter auch euch viel Spaß da draußen. Danke. Danke. Viel Spaß auch dir. Hat er hoffentlich noch gehört. Ja, also... Ansonsten sieht er seine Aufnahme dann. Ja. Oder hört's. Erste Aktion, eine Kirche bauen. In der neuen Kolonie. Mhm. Zweite Aktion, den Kolonisten weiterschicken. Ja, die Kongolesen haben sich hier beeindrucken lassen von der äthiopischen Armee und marschieren erstmal zurück. Mali belagert hier auch. Ist das die... Was ist das? Janjiro. Oder Janjiro.
Eine Festung in Äthiopien. Eine Gebirgsfestung. Also da sollte doch... Hätte ich jetzt Äthiopien geraten, da erstmal die malinesische Armee wieder zu vertreiben, denn eine Schlacht auf Gebirge als Verteidiger sollte man immer nehmen. Und wenn da eine Festung ist, dann ist man ja automatisch Verteidiger. Boah. Das heißt, solange man die Festung selber hält natürlich, ne? Natürlich. Wenn jetzt aber Mali die Festung erobert, dann wird es umgekehrt schwerer. Wie sieht's hier bei Marokko aus? Hier ist eine Festung besetzt worden von Mali. Und Mali ist ja schon bis nach Fes marschiert und belagert die marokkanische Hauptstadt. Und hat hier eine Schlacht gewonnen, wie es aussieht. Oh, und die marokkanische Hauptstadt ist gefallen. Das sieht nicht gut aus für Marokko. Und Griechenland steht hier Marokko bei, mit einer Condottieri-Armee. Aber ja, ohne Anführer. Griechenland und Marokko gute Freunde sind, das ist dem Papst schon länger bewusst. Und auch ein Dorn im Auge, auf gewisse Art und Weise. Bitte interpretiert das jetzt nicht fehl. Brunei ist auch schon wieder im Krieg mit Pattaya und Patani. Patani? Majapahit wurde besiegt. Lebt aber immer noch. Das geht ja immer so stückweise. Finden regelmäßig Kriege statt, aber eben keine entscheidenden Gebietsgewinne. Immer nur kleine. In Äthiopien versucht hier langsam seine Gebiete in Somaliland wieder zurückzuerobern. Während Kongo einfach abwartet. Wir warten wahrscheinlich, dass die malinesische Armee hier dazukommt. Ja, also die Äthiopier sollten, hätten ja meiner Meinung nach, hätten sie hier Mali vertreiben sollen von dieser Festung. Das wäre besser gewesen, als die Bergfestung zu verlieren. Oh nein. Bedeutender Mann ist gestorben. Unser Militärberater. Marokko hat ja seine Wüstenfestung in Taihari wieder zurückerobert und belagert jetzt im Gegenzug die Festung Djado. Ja, das ist noch nicht entschieden, glaube ich. Ja, da ist noch viel Platz, um was zu erreichen. Wenn man jetzt nach Mittelamerika schaut, dann sieht man, wo die nächste Kolonie entstehen wird. Ah ja, hier bei Panama. In Veraguas. Die Cherokee entwickelt sich gut, die kleine griechische Kolonie entwickelt sich ja auch gut in Florida. Die schwedische Kolonie wächst auch. Schwedische in Kanada. In Kanada. Oh ja. Okay. Ja, und jetzt ist die Festung hier gefallen in Janjiro. Damit ist die malinesische Armee auch wieder frei. Oh oh, es könnte jetzt den Griechen ja an den Kragen gehen. Die marschieren schon zurück, aber ist die Frage, ob sie da rechtzeitig rauskommen. Oh je, was ist denn passiert? Ja, weil jetzt eben diese Armee aus Äthiopien wieder zurück kann. Und da könnten die in die Zange kommen hier, die Griechen. Ah, ich dachte, eine Kriegserklärung gegen die Griechen wurde ausgerufen. Nee, die haben ja hier eine Condottieri-Armee an Marokko geschenkt. Mhm.
Aber die könnte jetzt. Ja, in Zweier kommen. Der nächste Berater ist gestorben. Was tun sie denn? Oh, sie greifen sogar an jetzt. Flucht nach vorn sozusagen. Naja, den Kampf könnten sie gewinnen, aber hier ist die andere malinesische Armee schon im Anmarsch. Oh, nicht mal das jetzt. Jetzt haben sie Würfelpech gehabt. Aber es ist auch beeindruckend, die malinesische Armee ist hier bis auf Moral sie in allen Belangen überlegen der griechischen Armee, hätte man nicht gedacht. Ja, also hier kleine Erfolge für die Mali, hier auch kleine Erfolge in Marokko. Das sieht hier gut aus für die Mali. Und Äthiopien ist halt ja auch beschäftigt mit dem Kongo. Das sieht im Moment gut aus, aber entschieden ist es auch noch nicht. Hier ist die Festung an Marokko gefallen und Marokko fällt jetzt hier nach Ostafrika ein. Moment, Westafrika. Man verwechselt das ständig. Nach der Kirche wird natürlich sofort eine Universität gebaut, damit diese Kolonie sich schnell entwickeln kann, sodass viele Leute dorthin ziehen und leben wollen. Denn das kann der Kirchenstaat besser als gut entwickelte Provinzen zu haben. So, ich mach mal hier an der Stelle auch nochmal einen Schnitt, bevor es hier wieder zur Schlacht kommt. Ach du, wieder alter Cliffhanger. Böser Cliffhanger. Jetzt wollen die Zuschauer wissen, wer hier gewinnt, ob Marokko oder Mali. Das werdet ihr aber erst in der nächsten Folge. Gut, also. Moment, ich habe noch nicht Schluss gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.